Hallo liebe Wanderfreunde, hier ist Marco vom Kanal Strauchs Wanderlust. Heute gehen wir den ersten Teil des Rundwanderwegs vom Tannheimer Tal. Er geht von Neukensen über Zöblen nach Schattwald und wieder zurück. Wenn ihr wissen wollt, wie diese Tour so ist, dann bleibt dran. Bevor ich das Fazit verkünde, wünschen wir euch allen ein frohes neues Jahr. Wir hoffen, ihr seid gut reingekommen. Die Tour hat uns relativ gut gefallen. Vor allem hat man immer sehr schöne Ausblicke in die Tannheimer Berge gehabt. Daumen hoch dafür, richtig genial. Für Anfänger ist die Tour auch geeignet. Man braucht eigentlich nur etwas gute Kondition. Dann sind auch die 20 Kilometer auch machbar. Wir danken euch, dass ihr wieder reingeschaut habt. Wenn es gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen hoch sowie über Kommentare sehr freuen. In diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Tag und bis bald. Ciao, ciao!
Hallo liebe Wanderfreunde, hier ist Marco vom Kanal Strauchs Wanderlust. Heute produziere ich wieder Outtakes. Hallo liebe Wanderfreunde, hier ist Marco vom Kanal Strauchs Wanderlust. Erstmal wünsche ich euch ein frohes neues Jahr. Ja, das kann ich jetzt so machen. Mach's einfach gar nicht. Hallo liebe Wanderfreunde, hier ist Marco vom Kanal Strauchs Wanderlust. Heute sind wir im Tannheimer Tal unterwegs. Und zwar gehen wir den Rundwanderweg Tannheimer Tal, Etappe 1. Nee, Teil 1 würde ich sagen. Hallo liebe Wanderfreunde, hier ist Marco vom Kanal Strauchs Wanderlust. Heute gehen wir im Tannheimer Tal den Rundwander... Wäre das nur so 4 Minuten Video? Nein,